Die Ruanda AG am Gymnasium Netphen hat sich im Austausch mit Kindern der Root Foundation in Ruanda mit dem Thema Glück beschäftigt. Also wir haben bei der ganzen Schule Postkarten verteilt, wo man dann draufschreiben konnte, was einen glücklich macht. Und die haben wir auch nach Ruanda geschickt. In Deutschland ist ja eher für uns Glück, wenn man zum Beispiel im Lotto gewonnen hat oder so. Und die Kinder in Ruanda fanden Glück, wenn sie was zu essen hatten oder zur Schule gehen konnten. Auf jeden Fall kamen da zum Teil Sachen raus, die eben sich überschnitten haben an Themen. Familie, Gesundheit, Freunde. Aber dann waren natürlich auch Unterschiede, wo unsere Kinder dann total überrascht waren. Wie wichtig also in Ruanda zum Beispiel der Aspekt der Bildung im Vordergrund steht. Die Ideen auf den Postkarten und aus mehreren Tanzworkshops verarbeiteten die Kinder beider Länder gemeinsam in einem Theaterstück. Es sollte halt um das Thema Glück gehen. Dabei war aber wichtig, dass es nicht nur um unser Glück geht, sondern halt auch um das Glück von denen in der Root Foundation. Also es geht ja hier um Wertevermittlung. Und alle Kinder, die hier auch in der Gruppe sind, bei denen ist das passiert. Die sind aktiv geworden. Doch dann kam die Corona-Pandemie und durch den Lockdown brach die Kommunikation zusammen. Ich zum Beispiel habe mir auch da gewünscht, also, dass ich wieder zur Schule gehen kann. Und die Kinder in Ruanda haben sich ja die ganze Zeit schon gewünscht, zur Schule zu gehen. Und dann haben wir Aktionen gemacht, die man dann machen durfte. Also Bäume gepflanzt, Müll gesammelt. Bei ihren Aktionen nahmen die Kinder sich Ruanda zum Vorbild. Sie sammelten Müll und machten auch ihren Bürgermeister auf das Müllproblem in Netphen aufmerksam. In Ruanda sind die vor allem beim Punkt Klimaschutz sehr weiter als wir, weil die machen autofreie Sonntage und die machen, dass man einmal im Monat das ganze Land da Müll sammelt. Das ist gerade so ein Punkt und der ist auch bei den Kindern so angekommen, dass also Ruanda gerade an der Stelle, was die SDGs anbelangt, jetzt wirklich für uns ein Vorbild ist. Die Kinder entwickelten einen Workshop, mit dem sie auch Erwachsene über die 17 Nachhaltigkeitsziele aufklären wollen. Armut. Auf unserer Erde leben rund 700 Millionen Menschen in extremer Armut. Das heißt, sie verfügen über weniger als 1,70 Euro pro Tag. Sauberes Wasser. Mehr als 2 Milliarden Menschen weltweit haben keinen dauerhaften Zugang zu sauberem Trinkwasser. Jedes Ziel muss ja erreicht werden und jedes Ziel ist ja gleich wichtig. Nach dem Lockdown konnte endlich auch das Theaterstück wieder geprobt werden. Filma! Endlich ist die Krise vergessen und rund um den Erdball vernimmt man ein lautes Aufatmen. Endlich wieder Party! Tanzen, tanzen, tanzen! Das Glück ist zum Greifen. Glück liegt auf den Wegen, verteilt sich in der Luft. Heute habe ich 100 Bäume gepflanzt. So viele kleine Hoffnungsträger. Ich vertraue darauf, dass wir mit vielen kleinen Aktionen das Gesicht der Welt verändern können. Im Sommer kommt das Stück auf die Bühne und die Kinder aus Ruanda werden per Film eingebunden. So wollen sie die Bedeutung von Glück gemeinsam auch anderen Menschen näherbringen. Jeder hat eigentlich ein Recht, glücklich zu sein, weil alle sind hier nur Menschen und jeder Mensch möchte mal glücklich sein. Zeit für Action!